Im Oktober 2005 feiert der Männergesangverein Concordia Leiferde sein 130-jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund haben wir einige Sangesbrüder aufgesucht, um aufzuzeigen, woher die Liebe zum Gesang und zum Verein kommt und wie unterschiedlich das persönliche Umfeld und die Interessen unserer Mitglieder sind. Als ersten Sangesbruder haben wir Georg Thiem besucht. Der sonnige Vormittag lud dazu ein, das Interview im wunderschönen Garten von Lore und Georg durchzuführen. Ja, ihr Lieben, ihr seht, wir gehören zu den Gartenverrückten. Wir haben hier in vielen Jahren, wo wir hier in Leiferde wohnen, wir wohnen ja jetzt schon über 40 Jahre hier, uns nach und nach einen nicht alltäglichen Garten geschaffen. Es ist ein Waldgarten mit einer riesigen Pflanzenvielfalt. Und wir sagen immer, wenn wir gefragt werden, oder viele Leute sagen, ach, das macht so viel Arbeit, dann sagen wir immer, wir arbeiten beim Leben und wir leben beim Arbeiten in unserem Garten. Ja, eine weitere Leidenschaft von uns beiden, muss ich sagen, von meiner Frau und mir, ist das Singen. Wir haben schon als Kinder zusammen in einem Kinderchor in Lehrte gesungen, dann später sogar im Schulchor zusammen von der Oberschule und haben immer auch im Freundeskreis, auch bei den Pfadfindern, bei der Turnerjugend gesungen und haben heute noch einen reichen Schatz an Liedern, die wir jederzeit singen können. Einige alte Leiferder werden sich vielleicht noch erinnern, wie das vor 25, 30 Jahren war hier in Leiferde, Männergesangverein. Der Höhepunkt, gesellschaftliche Höhepunkt in Leiferde war der große Sängerball. Und da konnte gar nicht jeder hingehen. Und wir hatten vor etwa 30 Jahren zum ersten Mal die Ehre, ich erinnere mich noch, von Werner Jung eine Einladung zu bekommen zum Männergesangverein. Da saßen wir abends zusammen, nachdem wir kräftig getanzt hatten und viele Biere getrunken hatten, mit Uwe Wulfes und Heini Hohmeier am Tisch. Ja, und Bernd Wartusch war meines Erachtens auch noch dabei. Ja, und wir haben auch da am Tisch schon kräftig gesungen. Und das endete morgens so zwischen 5 und 6 hier bei uns im Haus in der Kaminecke. Da haben wir noch weiter getrunken und weiter gesungen. Und dann kam Uwe Wulfes auf die Idee, sagte, willst du nicht Mitglied im Männergesangverein werden? Denn auf einem Bierdeckel habe ich dann die Eintrittserklärung unterschrieben. Das ist jetzt gut 29 Jahre her und seitdem bin ich Mitglied im Männergesangverein. Naja, wie ihr alle wisst, eifriges Mitglied. Ich wurde damals nach einem halben Jahr sogar kurzfristig erster Vorsitzender. Mittlerweile mache ich den zweiten Vorsitz. Und ich hoffe, dass wir noch lange, lange miteinander singen können. Heute Nachmittag sind wir bei Friedrich Piept vom ersten Tenor. Mal hören, was Friedrich uns über seine Hobbys erzählt. Also mein vorrangiges Hobby ist der Kamangia, wobei es da langsam und schleppend weitergeht, weil das auch schon eine gewaltige Geldanlage ist. Zum Beispiel kostet diese Folie, das Holz am Armaturenbrett, so um die 300 Euro. Eine Stoßstangenecke kostet auch 300 Euro und zwei Ecken braucht man und das Mittelteil und die Hörner und da ist man dann gut und gerne bei 1500 Euro. Und deswegen sieht man zu, dass man da Teile findet, eben ein bisschen günstiger, aber das braucht alles dann halt seine Zeit. So, und darüber hinaus habe ich ein weiteres Hobby, das ist das Singen. Das ist der Männergesangverein, da bin ich seit 1987 drin. Ich habe noch bei Herrn Friedrichs angefangen und dann ist ja Herr Schigotta zu uns gekommen und hat uns da Beine gemacht. Und wir üben jeden Dienstag. Wir fangen mit Atemübungen an. Das ist bei Herrn Schigotta sehr wichtig, nicht wahr? Und gut, wir haben uns dran gewöhnt. Und es kommt ja auch was bei raus. Es kommt was bei rum, muss man sagen. Und ich singe im ersten Tenor. Wir sind zurzeit nur noch drei Mann
Wir haben keinen Nachwuchs, leider Gottes. Unsere Stimmen werden immer leiser. Wir halten es kaum noch aus, aber es geht noch. Und so lange, wie es noch geht, mache ich auch weiter. Einer unserer dienstältesten Sangesbrüder ist August Willem Bartels. Außer dem Singen natürlich präsentierte uns Auvi ein außergewöhnliches Hobby. So, ich habe also zwei Haupthobbys und eins davon, das sieht man hier, das sind Fotoapparate. Ich bin dazu gekommen, als Schüler schon, da hatte ich mal ein Vorbild, das war Förster Müller, der hatte fantastische Tieraufnahmen damals gemacht. Das war so in den 50er Jahren. Und da waren wir so begeistert als Jungs, dass wir sowas auch gerne machen wollten. Bloß, das hat natürlich daran gehapert, wir hatten kein Geld, wir konnten uns kein Fotoapparat leisten. Vor allen Dingen meine Eltern, speziell mein Vater, der hatte nun gar kein Verständnis dafür. Aber irgendwann hatte ich mir ein bisschen Taschengeld zusammengesammelt und dann hatte ich mal 14,50 Mark zusammengespart und habe mir eine Box gekauft dafür. Dann hat zwar mein Vater 4 Wochen nicht mehr mit mir gesprochen, aber ich habe dann die ersten Aufnahmen davon gemacht und war dermaßen begeistert und ließ mir dann auch Kataloge schicken vom Fotopost damals. Und da standen diese schönen Dinger drin, die also unerreichbar waren für einen normalen Mitteleuropäer, der nur ein Taschengeld hatte. Und irgendwann später, wo man dann mal ein bisschen mehr Geld hatte, dann kamen mir diese alten Dinger so in Erinnerung, was nun alles Wunschstücke waren von damals. Und dann waren die auf einmal nicht mehr ganz so teuer, weil sie gebraucht waren und trotzdem heute sehr wertvoll sind. Und so bin ich zu diesem Hobby gekommen, habe mir diese alten Fotoapparate, die damals unerschwinglich waren, nach und nach als Sammlerstücke zugelegt. Und so bin ich zu diesem für mich einzigartigen Hobby gekommen und sammle alte Fotoapparate, speziell aus den 50er Jahren, wie diese Leica zum Beispiel. Diese ist noch älter, das ist ein Vorkriegsmodell, eine Super Iconta, die Rolleiflex, ein besonders begehrtes Modell, aber die ist schon etwas jünger. Das zweite Hobby ist Musik. Und zwar speziell Singen. Zum Singen bin ich gekommen als Schüler. Ich kann mich erinnern, ich muss ungefähr 7 oder 8 Jahre alt gewesen sein. Da haben wir damals in der Leifer der Kirche mit dem Chorleiter und unserem Lehrer August Hellberg gesungen. Speziell immer zu Weihnachten. Das waren also meine ersten Chorauftritte. Der dritte Chor war dann der Kirchenchor, wo wir schon unter 18 dann mitwirken konnten. Und damals hatte Frau Holze das Sagen da und sie hat den Chor dirigiert und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und mein Vater war damals schon im Männergesangverein, durfte ich aber noch nicht mitsingen, weil ich noch keine 18 war. Und wenn ich mich richtig erinnere, bin ich mit 17, ja, auf jeden Fall mit 17, vor meinem 18. Lebensjahr zum Singen gegangen. Aber ich konnte noch nicht Heinrich Brandes, Pascha, war damals Kassier und der leitete auch das Personalwesen da im Gesangverein. Der sagte, du kannst mitsingen, aber aufnehmen können wir dich noch nicht. Du musst erst 18 sein. Also bei der Generalversammlung 1955, ja, da war ich 18. Da wurde ich offiziell aufgenommen, obwohl ich dann schon fast ein Jahr mitgesungen hatte. So, und das Singen macht mir heute immer noch Spaß. Meine Lieblingslieder oder meine Lieblingsmusik, muss ich sagen, ist klassische Musik. Und speziell klassische Chormusik. Ich mache also gerne alte Volkslieder. Und bis zu Opernchören, die ich also heute noch sehr gerne mache. Mein Lieblingskomponist ist dabei Schubert und wir haben ja auch in letzter Zeit mit Klaus die Deutsche Messe eingeübt und gesungen.
mit verschiedenen Chören und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, und so bin ich heute noch dabei und singe mittlerweile über 50 Jahre dabei und macht mir immer noch sehr viel Spaß. Noch gar nicht lange dabei als Neubürger von Leiferde ist Rudi Jans. Inzwischen singt er begeistert mit. Auch Rudi hat ein außergewöhnliches Hobby. In der Gnesener Straße scheint ein zweites Maduro-Damm zu entstehen. Hören wir, was er dazu sagt. Ja, ich stehe hier vor meinem neuen Hobby. Das sind kleine Häuser mit Puppen dran. Den Leuchtturm habe ich vor kurzer Zeit gebaut. Dies ist ein schöner Fischteich hier. Fische sind leider nicht sichtbar. Die Mühle, die habe ich leider nicht neu oder leider nicht selber gebaut, sondern die habe ich geschenkt bekommen. Nach dem Fußball ist dieses jetzt mein zweites großes Hobby geworden. Es macht mir Spaß und es kommen noch einige Häuser im Wesentlichen dazu. Ja, was soll ich noch groß sagen? Ein Ortsschild haben wir angebracht, Bad Mein Garten. Einen anderen Ortsnamen haben wir leider noch nicht gefunden. Und ich denke aber, es ist ein schönes Hobby, es macht Spaß. Gerade beim schönen Wetter oder im Winter kann man sich schön im Keller aufhalten. Oder im Sommer ist natürlich auch im Keller schön kühl, wo man schön sich aufhalten kann. Ganz alleine, ohne Begleitung, ist natürlich auch mal toll. Ne? Aber es macht, wie gesagt, es macht riesen Spaß. Und ich denke, es gefällt auch jedem, der hier schon mal im Garten war. Und es kommen noch einige Häuser oder es kommen noch einige Häuser auch hinzu. Ja, neben dieser kleinen Bauweise oder neben dem Fußball ist mein drittes Hobby jetzt geworden, das Singen im Männergesangverein hier in Leiferde, was mir nach anderthalb Jahren, ich bin ja sozusagen als Neuling hier, sehr viel Spaß macht. Ich bin in diesem Club sehr gut aufgenommen worden und wir haben auch schon einige schöne Fahrten miteinander gehabt. Und ich muss sagen, was ich eben gesagt habe, es macht Spaß, es bringt Freude. Und ich kann nur jeden raten, in den Männergesangverein einzutreten, ob Jüngling oder etwas älter, denn ein Nachwuchs wird gebraucht. Und ich kann nur noch mal sagen, kommt zum Männergesangverein, es macht riesengroßen Spaß und es bringt Freude. Was wäre der zweite Tenor ohne unseren Sangesbruder Manfred Dannheim? Nicht anders als zu erwarten, treffen wir ihn auf seiner neuesten Baustelle im Garten seiner Kinder an. Also wie ihr wisst, meine lieben Freunde, ich habe ein neues Projekt angefangen. Und zwar ist das für die Enkelkinder ein Spielgarten mit einer prima Berechnung. Unterirdisch, alles automatisch. Ein Knopfdruck und die Springer gehen von alleine nach oben. Wie ihr seht, ist der Garten groß genug. Unter meinem Häuschen steht auch schon. Und das wird das Spielhaus für den Kindern, das spätere Spielhaus für den Kindern. Im Moment sind sie ja noch zu klein davon. Des Weiteren habe ich ja zwar noch ein Hobby, das sind Häuser bauen. Und dieses Hobby werde ich wohl leider aufgeben müssen. Zwecks Gesundheit und Ältere, die älteren Sachen. Also alles andere, wenn ein guter Freund noch kommt, machen wir vielleicht noch ein Häuschen, aber sonst ist das erstmal vorbei. So, und drittens bin ich im Gesangverein reingegangen, um Freude zu haben und im Mittelpunkt zu stehen. Und zwar dieser Mittelpunkt ist mir gefallen auf dem Sängerball. Dadurch bin ich auch im Gesangverein reingegangen. Vor Freude und Lust am Singen. Und des Weiteren werde ich auch meinen Enkelkindern was vorsingen. Ist ja jeden Abend das gleiche Lied, wenn sie schlafen gehen. Das ist ein wunderbares Hobby für die Kinder, das zu machen. Die freuen sich sehr und schlafen auch gleich anschließend super ein. Und ich hoffe auch, was wir hier verwerkstelligen am Spielgarten bzw. Spielplatz für den Kindern, dass das irgendwann mal Früchte trägt für die Enkelkinder und auch für seine Familie. Was wir jetzt hier verwerkstelligen, das wird erst in 2 oder 3 oder 4 Jahren richtig Freude bringen. Das ist zwar ein großes Hobby für die Enkelkinder. Unser Sangesbruder Heinrich Fricke ist 58 Jahre aktiv dabei. Das ist nicht mehr zu toppen. Auf seine Erfahrungen möchten wir nicht verzichten. Anschaulich erzählt er uns, was ihn geprägt hat.
Ja, ich bin am 19. Januar 1930 geboren in Leifere und bin mit noch zwei Brüdern hier auf diesem Hof aufgewachsen. Mein erster Lebensabschnitt war die Schule, habe ich besucht. Ich hatte nur einen Lehrer in meiner ganzen Schulzeit und das war August Hellberg. Ich bin 1944 in der Kirche zu Leifert konfirmiert worden und habe dann mit meinem Vater zusammen Landwirtschaft betrieben. Und zwar anfangs mit Kühen gefahren und geflügt. Dann kriegten wir Pferde. Und ein paar Jahre später, 1958, kam der erste Trecker. Wir haben alles angebaut, was es so gab. Roggen, Hafer, viel Kartoffeln. Ich hatte auch schon Kartoffelroder, den sogenannten VR1. Da haben wir viel Kartoffeln gerodet und viel verkauft an Erich Gatzke damals. Dann kam der Spargel dazu. Wir hatten immer 2 bis 3 Mal Spargel. Ich habe alles aufgegeben jetzt und mache nur noch auf Rentner. Ich bin 1947 in den Gesangverein eingetreten. Mein Vater hat mir ein Zeichen gegeben, du musst dahin. Weil er war körperlich nicht mehr in der Lage und hat auch wohl keine Lust mehr gehabt. Also er hat einen Sohn und er hat einfach zu mir gesagt, morgen Abend ist Singen, da musst du hin. So, und seitdem sitzen wir nur immer zusammen und singen. Anfangs war das gar nicht so einfach. Ich war 17 Jahre alt und hatte Hermann Pahlmann und Rudolf Rehde und Herr Lehrer Poser. Das waren alte Leute für mich damals. Und die hatte ich neben mir. Aber die haben mir das Singen beigebracht. Und wir sind auch gut immer zurechtgekommen, jung und alt. Ich habe ja gewechselt von, wir mussten ja bei Manecke raus, weil auch mal alles vorbei war da. Dann sind wir erst waren wir in der Schule noch, ja, haben wir ein paar Übungsabende in der Schule gehabt. Dann zogen wir um nach Geismar. Und von Geismar sind wir, weil es uns dann nicht so gefallen hat mehr, ins Dorfgemeinschaftshaus gezogen. Da gefällt es mir gut, sehr gut sogar. Wir fangen abends um 19 Uhr an mit Singen und um 9 oder 21 Uhr ist das vorbei. Da sitzen wir noch eine Stunde zusammen. Um 10 bin ich immer wieder zu Hause. Gegenüber vom Frühjahr her, da ist es öfter gegen morgen geworden. Wir waren damals, anfangs waren wir ein sehr starker Gesangverein. Ich weiß, aus Kruppmanns Familie waren 5 Sänger. Und von den 5 Sängern ist keiner mehr übergeblieben. Heute sind wir bloß noch um die 20, wenn es hochkommt. Und ich möchte sagen, die Kameradschaft, die ist einmalig. Die war früher nicht so. Was ich noch erwähnen möchte, ich habe mit einigen Dirigenten angefangen, mit einem Otto Müller, dann kam Herr Pukranz, dann kam Herr Grasdorf, Lehrer Grasdorf,
Dann kam Hermann Friedrichs und jetzt haben wir den Cicoda. Das war so ungefähr das, was ich sagen wollte. Ernst ist der ältere der Bartels-Brüder in unserem Verein und blickt ebenfalls auf eine lange Sangestätigkeit zurück. In seiner Lieblingsecke, in seinem schönen Garten, erzählt uns Ernst etwas über sein Hobby Fotografieren. So, also meine Hobbys, sie sind erstmal das Fotografieren, das ist wohl das Erste. Das habe ich schon jahrelang gemacht. Ich habe zu Anfang in den 50er Jahren meine Fotoapparate immer selber gebaut und dann hat sich das weiterentwickelt. Als ich ein bisschen Geld hatte, habe ich mir wieder Apparate gekauft und dann immer fotografiert, erstmal Gruppen auf allen Anlässen, dann auf Reisen und so. Ne? Naja, gut, dann hat sich immer weiterentwickelt, bis ich jetzt eine Digitalkamera habe. Inzwischen durch einen Spiegelreflex und jede Menge Dias gemacht. Das füllt meine ganzen Wohnzimmerschränke und Büroschränke. Ja, und dann immer auf Reisen so mache ich immer viele Dias. Und das habe ich ja jetzt nicht mehr nötig, jetzt habe ich Digitalkameras, so dass ich jetzt alles auf die Platte kriege und kann mir die besten dann abdrucken. So, wie hier zum Beispiel waren wir in Meißen und Dresden. Da mache ich immer so einen kleinen Bericht so drüber, wo wir gewesen sind. Das ist sehr schön. Natürlich bin ich auch immer gerne zu Hause hier im Garten und mache allerhand. Ne? Da ist immer zu tun im Garten. Das macht mir auch Spaß. Ist immer mal was zu schneiden oder mal was zu pflanzen und so weiter. Der Garten ist ziemlich groß und dann nimmt es viel Zeit in Anspruch. Naja, nur dienstagsabends gehe ich natürlich zum Singen. Was ich jetzt auch immer noch gerne mache. Eingetreten bin ich ja mal 1952. Da war der Verein natürlich noch ziemlich groß. So an die 30 Leute so. Da haben wir die alten deutschen Lieder noch gesungen. Und schön waren immer die Sängerbälle. Das hat immer was gebracht. Immer ein Konzert erstmal dabei und dann tanzen. Das war immer der Jahresball von überhaupt von Leifel. Das war ja wirklich was. Naja, und die Dirigenten, erst haben wir bei Pokranz gesungen und dann kam nochmal zwischendurch Alfred Krasdorf und dann Hermann Friedrichs. Der hat ja lange Zeit. Unter dem haben wir auch das große Konzert gemacht, das 100-jährige, was ich auch alles auf Tonband aufgenommen habe, was auch einer meiner Hobbys ist. Naja, so bin ich auch gespannt, wie das jetzt weiterläuft mit unseren 130-jährigen, dass das auch gut hinhaut. Naja, jedenfalls bin ich immer dabei. In unserer Satzung von 1875 heißt der Vereinsvorsitzende Präsident. Und hier kommt unser derzeitiger Präsident Hans-Jürgen Stock. Hören wir, was Hans so bewegt. Ja, meine Hobbys sind also neben dem Singen eigentlich Tischtennis schon immer gewesen. Bereits 1950 habe ich mit Tischtennisspielen angefangen und mache heute noch den Tischtennissport Laien, bin also noch aktiv. Bis vor 3 Jahren habe ich noch in der ersten Herren gespielt, in der ersten Bezirksklasse und danach in der zweiten habe den Jugend den Vortritt gelassen. Jetzt sind wir im Verein also so schlecht dran, unsere jungen Spieler, die haben Abitur gemacht, sind weg. Nun muss ich wieder in der ersten Herren aushelfen, aber die sind nun leider abgestiegen in die zweite Bezirksklasse. Wir wollen versuchen, die neue Klasse zu halten. Ein Hobby habe ich noch gehabt, ich bin ja bei der Polizei beruflich tätig gewesen. Ich habe sehr gern Faustball gespielt und jahrelang Faustball gespielt und bin sogar dreimal deutscher Meister geworden in der Seniorenklasse im Faustball. Das zu meinen Hobbys. 1972 bin ich dann eigentlich als aktiver Sänger in den Männergesangverein Concordia Leifeder eingetreten. Wie das vielleicht in unserer Zeit damals so üblich war, auf dem Sängerball, zu dem wir noch eingeladen wurden, haben wir dann auf einem Bierdeckel unterschrieben, ich jedenfalls, und John Kannstedt, der ehemalige Ehemann von Sigrid Gatzke,
Der hat mich also dazu gebracht, dass ich 1972 in den Männergesangverein als aktives Mitglied eingetreten bin. Ja, das macht mir also unheimlich viel Spaß. Das ist der Dienstag, ist für mich eigentlich ein Tag, der also immer im Kalender angestrichen ist. Dienstag ist Singen und da kann mich also nichts abhalten. Keine Geburtstage, Verwandtenbesuche, Dienstag, sogar Urlaub wird verschoben, Dienstag ist Singen. Ich gebe das auch meistens immer noch bekannt, denn seit 1998 bin ich Präsident des Männergesangvereins Concordia Leiferde. Ich wollte ja eigentlich erst 1999 mal ein Amt übernehmen, nicht gleich den Präsidenten, aber es hat sich also so ergeben, dass damals eine Vakanzzeit aufgetreten ist, 1998, und wir vom Männergesangverein eigentlich befürchten mussten, dass der Verein aufgelöst wird. Dann habe ich mich doch mal bereit erklärt, 1998 die Präsidentschaft zu übernehmen, und bis heute bin ich als Präsident noch tätig und es macht mir eigentlich viel Freude. Ich habe natürlich ein gutes Team bei mir, um mich herum, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Vertreter Jorge Thiem und Wolfgang Schröder als Kassierer und Schatzmeister und Dieter Kückler als Schriftführer, das sind natürlich Vereinsmitglieder von uns und Sangesbrüder, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann, und so macht das Singen und die Vereinsarbeit hier in Leiferde richtig Spaß. 17 Jahre dirigiert Klaus Pschigotta nun schon den Männergesangverein Concordia Leiferde. Uns kann wohl nichts mehr auseinanderbringen. Als frischer Pensionär ist Klaus dabei, seine Freizeit völlig neu zu organisieren. Ja, es ist schön, dass Sie hier bei mir seid. Jeder Mensch steht ja irgendwann mal vor der Frage, was er eigentlich in seinem Leben machen möchte. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich ganz viele Ideen hatte, als ich 1961 mein Abitur machte. Eigentlich wollte ich Sänger werden, und das hat sicherlich mit dem etwas zu tun, was ich jetzt so unternehme. Aber dann war es auch zeitweise für mich ganz wichtig, eventuell Pastor werden zu wollen, aber meine Klassenlehrerin sagte mir dann, werde mal Lehrer, und dann kannst du immer noch, wenn du wirklich, Schauspieler wollte ich auch noch werden, wenn du das wirklich willst, dann wird es dich dazu treiben. Also bin ich Lehrer geworden, und ich kann nur sagen, bis zum heutigen Tag, und ihr wisst ja, dass ich zum Beispiel jetzt auch Konfirmandenunterricht erteile, habe ich es nicht bereut, und es macht mir immer weiterhin viel Spaß. Offiziell habe ich dann mit der Musik 1972 angefangen, und das war die erste Zusammenarbeit mit dem Heidechor. Das war schon sicherlich eine große Welt, die sich da für mich auftat. Und so kamen dann immer mehr Chöre dazu. Zeitweise hatte ich dann 4 Chöre nebenher. Aber wie das Leben manchmal so spielt, die Situation für Leiferde ergab sich ganz einfach so, dass unser lieber Paul Gericke mich eines Tages bei der Volksbank ansprach: Hättest du nicht Lust, unseren Chor zu übernehmen? Und das war 1988. Ich hatte zunächst meine Bedenken, hatte auch gewisse Hintergedanken und hatte so unter anderem in anderen Chören feststellen müssen, dass es dort meistenteils zu wenig Männerstimmen gibt, und habe gedacht, na ja, da könntest du ja was mit dem Männergesangverein Concordia Leiferde kombinieren. Und so war es ja auch. Und wir haben dann noch einige Sachen gemeinsam aufgeführt. Aber es begann dann die Zeit, die hier in Leiferde auch unheimlich viel Elan mit sich brachte. Ich erinnere mich noch, dass Werner Jung zum Beispiel sofort dabei war, für uns alle Kassettenrekorder anzuschaffen. Denn da passierte plötzlich hier bei uns im Chor etwas ganz Neues, dass ich sagte, wir müssen was für unsere Stimmen tun. Und wir sind dann bei Meinecke, wo wir ja damals noch gesungen haben, in alle Himmelsrichtungen ausgeströmt und haben dann unter anderem im Clubzimmer und in der Gaststätte, und einige sind dann rübergegangen zu Auvi nach Kassetten, die ich vorher besungen hatte, dann dementsprechend gesungen. Und das waren so die ersten, schätze ich mal, 5 Jahre, die uns ganz weit nach vorne gebracht hat. Und ich kann mich noch erinnern, mit welcher Begeisterung Einzelne dabei waren, sodass wir dann auch wirklich etwas für unsere Stimmen tun konnten. Das hat ja dann viele Jahre angehalten, und was ich sagen möchte, wir haben dann letztendlich den Grundstock gelegt für all das, was heute noch eine Rolle spielt. Damals war es ja eine Überraschung, dass ich den Leiferde Chorleiter wurde. Davor
hieß es immer, dass es mit dem alten Chorleiter nicht mehr so weitergehen könnte. Aber nun gab es eine Möglichkeit und ich habe es bis heute nicht bereut. Ja, nun sind wir inzwischen 17 Jahre dabei. Das Singen hat sich in einer Weise sicherlich grundlegend gewandelt. Am Anfang ging es darum, wir wollten ja ganz viel aus unseren Stimmen machen, haben wir ja auch Gott sei Dank erreicht. Aber diese Vorstellung, dass es unbedingt darauf ankomme, Konzerte zu geben oder bei großen Auftritten mitzuwirken, die haben wir inzwischen beiseite gelegt. Und wir stellen fest, wir versuchen, gute Qualität zu erreichen, aber für uns alle ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auf die Singabende freuen. Ich habe auch immer wieder gesagt, wenn erzählt wird, dass die Chöre keine große Zukunft mehr haben, dann wird dem wohl so sein. Aber der Nachwuchs wird ausbleiben. Aber letztendlich war das eine schöne Zeit, die man davor hatte. Und jetzt geht es eben in erster Linie darum, dass wir etwas für uns tun und dass wir uns darüber freuen, dass wir immer noch gut bei Stimme sind. Wir, das sind Wolfgang Schröder und Uwe Wulfes, wollten mit diesem Video einmal aufzeigen, dass der Männergesangverein nicht nur aus Stimmen besteht, sondern sich Menschen dahinter verbergen mit den verschiedensten Temperamenten und Interessen. Wir hoffen, dass uns das gelungen ist. Wir haben natürlich wesentlich mehr Material zu diesem Video gesammelt. Es erschien uns zu schade, diese Bilder und Clips einfach zu löschen. Hier noch eine lose Mediensammlung zu unserem Thema. So, jetzt können wir ja schon sehen, bei wem wir sind. Ich brauche das gar nicht drauf zu sprechen. Weil ich immer gesagt habe, wir haben noch eine Aufnahme, Leute. Eine Krawatte. Eine Krawatte. Die müssen wir noch unter. Okay.